Hi, ich bin Inja. Und ich bin Ella. Wir sind aus der 3FMA der Kunstmode Design Herbststraße. Unser Ausbildungsschwerpunkt ist Handel und kreative Fertigung. Was uns ganz besonders wichtig ist, ist der Zusammenhalt in der Klasse. Wir sind wie eine kleine Familie aus ganz vielen verschiedenen Nationen. Kommt mal mit! Was es bei uns nicht gibt, ist die Matura. Aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, man kann nach der Ausbildung direkt arbeiten gehen oder die Matura in einem Aufbaulehrgang machen. Oder man könnte auch zum Beispiel die Berufsreifeprüfung machen. Außerdem gibt es auch noch die Meisterklasse, die man hier machen kann, fachbezogen. Im zweiten Jahrgang machen wir einen kleinen Übungsbetrieb quasi. Dazu gehört die Entwicklung von unseren eigenen Entwürfen als Klasse, also welche Produkte wir verkaufen wollen. Dann die Produktion von Prototypen, also dass wir wirklich zeigen können, wie die Produkte im Endeffekt aussehen und wie sie an uns aussehen, bis hin zum Verkauf, wo wir dann im Schulshop unsere Kleidung verkaufen. Genau. Da zeigen wir euch gleich mal ein paar Produkte von uns. Unsere gerade erwähnte Übungsfirma, da haben wir hier schon ein paar Beispiele. Also das sind unsere Produkte. Unsere Firma heißt Take Off. Unsere Idee dahinter war, dass man diese Kleidung praktisch tragen kann und auch mitnehmen kann. Es ist angenehm für Reisen, aber auch für zu Hause. Andererseits haben wir auch kleine Shopper hier und eben Sporttaschen und sonst eben rote T-Shirts, Mäntel und Röcke, die man abwandeln kann, auch als Poncho oder Pulli, wie man es tragen will. Genau. Wir zum Beispiel tragen auch gerade die Sachen von unserem Übungsbetrieb. Also ich habe mal diesen schwarzen Mantel hier und ich habe jetzt das einfache T-Shirt gewählt. Da ist unsere Klasse drin. Vielleicht können wir mal kurz reinschauen in die Werkstatt. Wir befinden uns gerade in der Werkstatt von unserer zweiten Gruppe. Die Klassen werden immer aufgeteilt in Gruppe A und Gruppe B. Genau, in der Werkstatt machen wir meistens so praktische Sachen, die man halt als Schneider später mal brauchen könnte. Vom Rock bis zum Wollmantel. Außerdem können wir aber auch unsere eigenen Sachen machen für Modenschauprodukte zum Beispiel. Und ja, hier entsteht quasi alles handwerklich. Die Werkstätten haben wir euch ja gerade gezeigt, da wisst ihr ja schon circa, was wir so machen. Zu den anderen Fächern, also zum Beispiel Textiltechnologie, da beschäftigen wir uns sehr viel mit den Stoffen und Materialien, die wir verwenden. Also von der Produktion her bis zu woher sie gewonnen werden und auch wie man sie am besten behandelt bzw. verarbeitet. In Projekt- und Prozessmanagement lernt man, wie man die Projekte macht. Wir haben zum Beispiel in der zweiten Klasse die Modenschau am Tag der offenen Tür organisiert. Ganz wichtig bei Projekt- und Prozessmanagement ist eben der Projektprozess, also in welchen Schritten man vorgeht. Wir haben da am Anfang, also schon in der ersten Klasse gleich, ein kleines Übungsprojekt gemacht, und zwar den Schulplaner, wo wir halt sehr viel reingepackt haben, was wir als Modeschüler sehr interessant finden könnten, von Informationen bis zu fertigen Schnitten oder eben auch Spiele und Kreuzworträtsel. Genau. Dann haben wir eben auch noch Schnittkonstruktion. Da entwerfen wir Schnitte für ein gewisses Kleidungsstück, so dass sie uns auch im Endeffekt passen. In Entwurf und Design beschäftigen wir uns eben mehr mit dem Entwurf und dem Design, wie der Name schon sagt. Wir lernen quasi von Techniken, wie man zum Beispiel eine Figurine zeichnet oder Materialien darstellt am Papier, bis hin zu wichtigen Details, die man beachten muss oder einzeichnen sollte. Genau, und wir haben natürlich auch die allgemeinen Fächer wie Deutsch, Englisch, Biologie, Geografie und natürlich auch Religion. Was wir natürlich auch haben, sind die wirtschaftlichen Fächer wie Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und HKF. HKF ist eben Handel und kreative Fertigungstechniken, unser Ausbildungsschwerpunkt. Genau. Was allerdings nicht unterrichtet wird, ist Mathematik.
Das könnte für manche natürlich vielleicht auch praktisch sein, die sich ein bisschen schwerer tun in Mathematik. Außerdem brauchen wir das jetzt als Designer nicht unbedingt so dringend wie zum Beispiel eben Rechnungswesen oder Betriebswirtschaft. Genau, was bei uns auch wichtig ist, es gibt ein Pflichtpraktikum, das muss man dann in der zweiten Klasse machen. Das ist ganz wichtig für den Abschluss und auch für uns, damit wir uns etwas besser auf die Berufswelt vorbereiten können. Das Ganze dauert dann eben 4 Wochen lang und wichtig ist auch, dass man eben im Modebereich bleibt, also zum Beispiel zu Schneidern geht oder eben im Modeverkauf arbeitet. Herzlich willkommen in der Office Management Stunde. Wir arbeiten gerade an Bewerbungsmappen. Dazu gestalten die Schülerinnen und Schüler Deckblätter und die Lebensläufe. Und sie sind gerade dabei, die ganzen individuellen Layouts und Designs zu erstellen. Genau, wir haben auch viele Projekte gemacht in der Fachschule, wie zum Beispiel die Modenschau oder viele Meetings, also mit Designern und viele Events, wie zum Beispiel der frühere Liveball. Ganz zum Schluss gibt es die Abschlussprüfungen. Da kommen die wichtigsten Fächer spezifisch, die wir quasi später nach dieser Schule brauchen, als zur Abschlussprüfung, wie eben Deutsch, Englisch, Rechnungswesen und eben auch die Modefächer. Und ganz wichtig ist auch noch die Abschlussarbeit, die 7 bis 10 Seiten lang, wo wir einfach zu einem gewissen Fach über ein Thema schreiben müssen. Die Prüfung entsteht aus einer schriftlichen Prüfung, einer praktischen und einer mündlichen Prüfung. Falls ihr Bock habt auf weitere Infos über uns oder euch für unsere Projekte interessiert, dann könnt ihr euch alles gerne auf unserer Homepage anschauen, herbststraße.at. Wir freuen uns. Tschüss. Ciao.